Hirebeats.de, eure Sendung zum Gerät. Hirebeats auf Korax 95.9. www.hirebeats.de. Ja, hallo, einen wunderschönen guten Abend. Ihr hört Hirebeats.de, eure Sendung zum Gerät, mit mir, dem Alan. Und dazu geschaltet haben wir den Gast, DJ Spadro. Hallo. Hallo, grüßt euch. Hallo. Wir sind live geschaltet nach Berlin. Genau, so ist es. Junger Mann, aber woher kommen Sie eigentlich wirklich und woher kommt der Name Spadro? Da frage ich mich vielleicht was. Also komme tue ich aus dem Harz, um genau zu sagen Blankenburg. Der Name Spadro als solches, ich kann ja nicht sagen, wo der herkommt. Der entspringt, glaube ich, der Hip-Hop-Zeit damals. Ich habe sehr viel Rap und Drum-Bass und so ein Kram am Anfang gemacht und mit diversen Rappern aufgelegt. Und ich hatte überhaupt gar keinen Künstlernamen. Und irgendwann hieß es, meine Güte, du brauchst doch jetzt irgendwie auch mal einen Namen. Du stehst doch die ganze Zeit hinter uns und scratch da und machst und tust. Und irgendwer hat mir den, glaube ich, verpasst. Würde ich die Zeit zurückdrehen können, würde ich vielleicht einfach meinen bürgerlichen Namen nehmen. Weil er doch recht schwierig auszusprechen ist für die Menschheit. Verrat uns den doch. Bitte? Verrat uns den Namen doch. Spadro? Nee, da, ja, ist das dein bürgerlicher, nein, dein bürgerlichen Namen sollst du nicht verraten. Achso, nein, der ist Philipp, also Philipp Basedow. Nee, den würde ich nehmen anstelle von Spadro. Ja, genau, das war auch meine Frage. Finde ich gar nicht so schlecht. Wir haben oft diskutiert, auch über Namen, auf die wir manchmal auch neidisch sind. DJ-Namen. Die ihre eigenen Namen verwenden und ich fände jetzt Sebastian Wagner blöd. Das ist meiner. Ja, ja. Es gibt unheimlich wenig Philips in dieser Szene, nenne ich es jetzt mal. Ne? Da wäre der Philipp Bader vielleicht und dann hört es auch bald schon auf irgendwie. Also im Nachhinein denke ich mir, aber wer weiß, kann man ja auch noch machen. Ich kenne auch wenig Sebastians in Deutschland. Das stimmt. Also Sebastian Leger oder wie man es auch immer aussprechen möchte, kenne ich, aber der ist ja nicht deutsch. Das ist richtig. Da hast du recht. Mensch, dann denk doch mal drüber nach. Ja, aber dann erwarten sicherlich alle irgendwelche klassischen DJ-Sets von mir. Ah, okay. Das ist blöd. Ja. Okay, und dann wann und wieso und wie kamst du dann rüber vom Hip-Hop, die halben Beats, zum Elektronik? Ich glaube, da war ich schon immer sehr flexibel. Es ist auch nicht so, dass ich bis heute irgendwie den Hip-Hop komplett hinter mir gelassen habe. Also ich lege es nicht mehr auf und produziere es auch nicht. Aber ich höre es unwahrscheinlich gerne und ich glaube, streckenweise hört man in den Titeln auch noch so ein bisschen den Einfluss aus den Tagen. Ich habe eigentlich am Anfang schon, mein Vater war früher ziemlich elektronisch veranlagt und mit dem habe ich schon irgendwie zu vier Viertel Takten irgendwie den Kopf geschüttelt, war schon immer irgendwie präsent, glaube ich, so die Elektronik. Irgendwann hat sich das einfach in Form von Partys im Harz irgendwie rauskristallisiert, dass mit Hip-Hop da nicht so viel anzufangen war und wir dann die ersten Techno-Partys irgendwie mitbekommen haben und das war dann irgendwie, das war aufregend, unglaublich aufregend. Man war ja noch sehr jung. Ich habe mir sogar einen Wecker gestellt frühs. Ich bin irgendwann um 8 oder 9 dann auf die ersten Partys gegangen und war dann irgendwie 2 Stunden da und habe mich gefühlt wie ein ganz großer. Ich glaube, das waren so, da habe ich dann gesagt, okay, vielleicht peile ich das jetzt auch mal mit dem DJing an, den Sound. Ja, man sieht auch früh morgens, wenn du eine ausgeschlafene Party gehst, auf jeden Fall am besten aus. Fakt, die waren neidisch, die waren alle neidisch. Das kenne ich. Wenn ich manchmal bis um 5 schlafe, weil ich einen verdrehten Rhythmus habe und gehe dann auf Party, das kriege ich oft gehört. Ey Mann, das ist voll fresh. Ja. Das ist ja ähnlich wie geduscht. Das ist ja ähnlich wie mit den DJ-Sets. Also wenn, das kommt ja vor, dass man erst früh um 8 spielt. Ja. Und ich hau mir dann auch nicht mehr die Nächte um die Ohren, sondern stelle mir dann tatsächlich meistens irgendwie auch einen Wecker. Trinke irgendwie schönen Kaffee, marschiere dann um 7 los und dann, wenn ich dann um 9 spiele oder so, dann fragen mich immer alle, boah, wieso siehst du denn so fit aus? Was ist denn mit dir? Na, du hast aber auch das große Glück, du lebst in einer Stadt mit genug Randgruppen Menschen, die dann auch solche Uhrzeiten besuchen. Das ist klar. Nicht überall oder nicht überall in der Zone so gegeben. Nein, das stimmt. Auch alle paar Meter kann man da irgendwie Party feiern, das ist schon Ich bin ja jetzt noch nicht lange hier. Also ich bin ja jetzt, so oft war das auch noch nicht der Fall, irgendwie. Dass ich jetzt erst mittags irgendwann auf eine Party gehe oder so. Na gut.
Okay, keine Ahnung, wie alt oder jung du bist. 23 na gut. Jahre jung. Ja. Dann ist dein Daddy, hat er auf jeden Fall noch genug Zeit, um wirklich Elektronik mitzuerleben. Er muss nicht sonst irgendwie alt sein oder jung, vielmehr. Nee, der ist recht jung geblieben. Ja, na, manche sagen ja, hey, das geht ja gar nicht, weil die ersten Elektroniker hatten ja die Kontakte an die Kochplatten gehalten, Kraftwerk und dann erst. Ja, genau. Er war auch so einer, der, er war auch so einer, der mit Händen und Füßen an drei Computern und Synthesizern gespielt hat, und wir haben das auch alles irgendwie von letztens haben wir das von Kassetten digitalisiert. Das ist immer sehr amüsant, wie er damals schon Musik gemacht hat. Irgendwie. Nicht schlecht. Ja. Was ist dann mit dir passiert? Wie bist du vom DJ zum Produzenten mutiert? Manchmal gibt es lustige Anekdoten, manchmal auch, keine Ahnung, super Ideen. Ich weiß gar nicht, wo fängt das Produzieren an, wo hört es auf? Wir haben damals schon mit dem Hip-Hop und unheimlich viele Mixtapes und so ein Zeug gemacht mit irgendwelchen Rappern, und da ging es dann ja auch schon im Abmischen und Mixdowns. Oft hat man dann irgendwie welche Beats geklaut und so, aber gewissermaßen saß man ja auch stundenlang hinter Cubase. Und so tun, als wenn es live gemixt ist, weil dann das hammergeile Mixtape rauskam. Ja, ja, genau. Und immer gesliced. Man war dann absolut genau. Der Chirurg da am Rechner und hat dann... Witzig auf jeden Fall, ja. Aber im Grunde genommen sind das ja schon die ersten Berührungen damit gewesen. Intensiviert hat sich das Ganze vor, ich weiß gar nicht, vielleicht 4 Jahren oder so. Oder 3 Jahren. Und dann habe ich eine Nummer gemacht mit so einem, da war gerade so ein bisschen der Bongo-House-Hype. Ja, der kam gerade so ein bisschen an. Also es war dann viel mit afrikanischen Gesängen und so. Und das hat mich irgendwie ein bisschen geflasht. Und da habe ich irgendwie eine Nummer gemacht, habe die bei MySpace hochgeladen. Und dann hat die der Markus Ferdinand, der Min, der jetzt auf Desolate und Get Physical viel macht, der hat mich angeschrieben und gesagt, Mensch, die Nummer hat Potenzial, oder beziehungsweise die Samples da drin, lass uns den noch irgendwie mal ausbauen. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und die Nummer rausgebracht, und das war dann auch die erste Veröffentlichung. Sola? Nee, Sola nicht. Sola war meine erste, komplett eigene Vinyl. Ah, okay. Genau, also das war der Edamba, der kam damals auf Chinchill. Da gab es aber, glaube ich, nur eine 300er Pressung von, die war relativ rar. Da haben russische Freunde von uns Remixe von gemacht, das war sehr witzig. Das ist eine schöne Platte geworden. Danach haben wir nochmal eine ähnliche Nummer gemacht auf Höhenregler von Basti Group, das Label. Und dann kam die Sola, genau. Ja. Ja. Sorry fürs Reinreden. Manchmal gibt es ja auch die ersten Releases, bevor der Track überhaupt, also auch in Russland, bevor der Track überhaupt das Presswerk erreicht hat. Das ist ja dann immer nicht so schön. Damit ging aber deine Karriere schon los oder erst mit dem Solar? Nö, die Nummern haben schon, also da wurden die Menschen irgendwie auf jeden Fall aufmerksam. So, also was heißt aufmerksam? Ich meine, das ist ein sehr schnelllebiges Business, und man ist so, wenn man noch so groß ist, man ist immer noch ein sehr kleines Sternchen. Oh, jetzt klingelt mein Telefon, Verzeihung. Passt in Set rein. Wo war ich? Genau. Ja, die Nummern, die haben schon relativ viel Anklang gefunden bei den Menschen irgendwie, aber Sola war dann im Grunde genommen die Nummer. Ja, dadurch, dass auch komplett die erste war, die hat unheimlich viel Support erfahren von coolen DJs irgendwie. Der Loco Dice hat das irgendwie, ich weiß gar nicht, den ganzen Sommer auf unheimlich vielen Festivals hoch und runter gespielt. Da gibt es ganz viele Videos bei YouTube, und das hat mich schon sehr gefreut. Und da wurden die Leute dann auch so ein bisschen höriger und schrieben dann, und dann kamen so die Remix-Anfragen. Und ich denke mal, Sola war die Nummer, ja. Du hast ja gesagt, die erste ist nur 300 Mal gepresst worden. Nun ist nicht von der Sola, genau. Nee, von der deine erste. Genau. Und ja, auch eine 500er Pressung ist ja auch schon eine relativ kleine Summe. Ja. Da, wenn ein DJ nur so oft rauskam und dann die Platte nur so oft verkauft wurde, ist ja auch rar, und alle, die das haben, können natürlich damit auch ihren eigenen Präsentationsstil, ihre eigene Musik und so als DJ viel besser präsentieren, um eigen zu sein, sich von anderen DJs auch abzuheben. Ja. Nun habe ich das bei dir genau anders gehört, weil ich sage ja sonst immer, ja okay, MP3 kann ja jeder haben, aber ich habe von dir ein Viva La Music Mix Set gehört, und da klingt das genauso, als wenn du das eben anders machst. Für dich war es eher eine Seltenheit, mit MP3s mal aufzulegen. Habe ich das richtig mitbekommen? Ist nach wie vor eine Seltenheit. Also wenn ich MP3 spiele, dann, also CDs, wenn überhaupt, dann sind das oftmals
Sachen, die ich jetzt oder die auf Vinyl einfach irgendwie entweder vergriffen sind oder die die ich an meine Promo-Adresse gesendet bekomme, das sind ja fast nur digitale Sachen oder eben eigens produzierte Sachen, die irgendwann erst rauskommen oder von Freunden oder sonst irgendwas. Ja, ich bin sehr immer noch Vinyl angetan. So spiel nach wie vor eigentlich sehr, sehr viel Schallplatte und irgendwie einen CD-Player noch, ja. Also war das gerade dadurch ein exklusiver Mix von dir? Recht cool. Ja, ich weiß jetzt gar nicht genau, welchen du meinst. Ich probiere auch immer in den Mixen, eben weil, wenn man zum Beispiel die ganzen Radio-Hosts checkt, wo man sich dann 1 Million Sets irgendwie anhören kann, ohne jetzt irgendwelche Vorteile oder ich weiß nicht, oftmals klingt man 10 Sets und man könnte nicht zuordnen, von wem das jetzt ist oder geschweige denn könnte man sagen, die klingen jetzt sehr doll anders. Also es ist ein sehr, sehr schnelllebiger Markt, ohne Frage, aber es wird sich dann auch sehr doll an den großen Nummern orientiert und das ist das, was mich so ein bisschen, ohne die schlecht machen zu wollen, also auf gar keinen Fall, die sind schon nicht ohne Grund irgendwie gut und oft verkauft, aber ich mag es einfach nicht, die so zu spielen. Ich mache es relativ selten. Ich greife auch mal zurück auf ältere Scheiben oder grabe immer ein bisschen tiefer. Also ich orientiere mich ungern an irgendwelchen Beatport-Charts oder schaue jetzt nach, wer spielt was oder so. Perfekt. Und da entwickelt sich, das zeichnet dann auch so die Individualität in den Styles irgendwie. Ich würde auch nie sagen, dass ich jetzt ein reines Deep House-Set mache oder ein reines Tech House-Set oder weiß der Geier, wenn ich Lust auf Mode-Selektor habe, dann kommt da jetzt Mode-Selektor. Und das ist eben auch der Reiz der Sache. Und ich glaube, das mögen die Leute auch. Also diese Abwechslung in den Sachen. So, das ist ganz angenehm. Ich habe mich auch gerade versprochen. Ich habe nicht mal Viva la Electronica gesagt. Es tut mir leid. Viva la Electronica, ist richtig. Genau. Die Radioshow. Genau. Und ich habe mich versprochen, aber. Ah, okay. Nur kann ich mitbekommen. Magst du uns darüber noch was erzählen? Viva la Electronica, ja. Das ist der Bob Morane. Der ganz liebe Mensch, der mir auch, mit dem wir zusammen die Box Group, die Box Sessions machen und unter anderem auch den die Show Viva la Electronica. Und dessen Mix wir gerade im Hintergrund hören. Ja, okay. Sorry. Okay. Okay, genau. Im Grunde genommen ein Sender, der sich entwickelt hat im Laufe der Jahre. Wir haben relativ, so wie das wahrscheinlich bei jedem bei jeder Show ist, so relativ klein angefangen, haben uns über jeden Künstler, der bei MySpace irgendwie mehr als 1000 Freunde hat, gefreut, der dazu gesagt hat. Mittlerweile hat das eine coole Gestalt angenommen. Wir haben sehr viel tolle, exklusive Sets von richtig coolen DJs irgendwie fast am Fließband. Das macht unheimlich viel Spaß. Also es ist ein qualitativ schönes Output geworden. Es ist, soll nicht angeberisch klingen, aber mittlerweile kann man Anfragen stellen bei Leuten, die unheimlich viel Geld kosten, wenn man sie auf einer Party hört, ne? Und die erzählen dann am Anfang so, hey, this is Robert Dietz and you are listening to Viva la Electronica. Das ist schön, das macht Spaß, da weiß man, wofür man es macht. Und die kommt auch ganz gut an, glaube ich, die Show. Die orientiert sich schon mehr so am hausigen Sound, ne? Die ist, aber das ist okay, das ist schön. Seit wann gibt's euch? Bitte? Seit wann gibt's das? Viva la Electronica. Ja. Vielleicht auch so 2 Jahre, 2,5. Das war schon toll, es ging noch dann steil nach oben. Ja, es ging recht flott irgendwie. Also kurzzeitig war man dann auch mal so, man steht unter gewissem Leistungs, wie sage ich mal, Druck. Also man fährt ein gutes Output und meint dann da bleiben zu müssen, aber das ist totaler Quatsch. Also wir achten immer noch drauf, dass es im Endeffekt dann um die Musik geht, ne? Es ist jetzt kein Name-Dropping oder sowas. Das ist schon wichtig. Also es muss nicht immer ein Robert Dietz oder ein Nick Curly sein oder so. Die Musik steht ja im Vordergrund. Und das ist jetzt keine Show, um sich zu profilieren oder so. Es geht schon vorrangig um gute Musik irgendwie. Musste man dann irgendwann auch mal so verinnerlichen. Das sieht auch schmuck aus. Ich habe ja mal geschaut und auch gehört, meinen DJ-Kollegen habt ihr auch mal dabei gehabt. Dankeschön. Der Blog oder die Seite dafür sieht ganz super aus. Die Musikauswahl auch, kann ich allen nur empfehlen. Darauf bist du stolz. Was gibt's noch so für musikalische Meilensteine oder so weiter? Deine Tracks sind in allerhand bekannten Setlists dabei, in allerhand wichtigen Clubs wird's gespielt, auf Festivals. Es ist so, dass ich,
Also speziell was zum Beispiel Sola angeht, da kamen im Nachhinein unheimlich viele Leute auch aus dem Ausland. Die Nummer hat viel Anklang in Italien und viel im Süden. Also aus Sao Paulo, aus Chile haben die Menschen geschrieben und sagen, boah, was eine coole Nummer, irgendwie mach mal mehr davon. Und irgendwann kamen dann so Fragen wie, was machst du denn mal mehr davon? Mach doch mal nochmal sowas wie Sola irgendwie, ne? Und ich habe gesagt, tut mir leid, aber mache ich nicht. Und dann, ich fand die Nummer in dem Moment cool, hat Spaß gemacht, aber ich wollte nicht da anknüpfen irgendwie. Das war mir zu sehr Schublade, das Ganze. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich labeltechnisch fast nicht sesshaft bleiben kann. Also es wäre unheimlich schön, wenn man mal wissen würde, okay, da ist man jetzt zu Hause, da hat man die künstlerische Freiheit, die man haben möchte und man kann rausbringen, was man in Anführungsstrichen möchte, muss natürlich gut sein. Aber weil sich das stilistisch so sehr übergreift, ne? Da ist zum Beispiel Höhenregler mit diesen sehr sample-lastigen, hausigen, perkussiven Elementen, dann ist da unter anderem jetzt die Nummer für Subdub gewesen, das war ja schon ziemlich technoid oder beziehungsweise so mit Vocal-Schnipp-Schnapp und ich möchte mir diese Freiheit nicht nehmen lassen so und deswegen bin ich, glaube ich, überall so ein bisschen unterwegs und schreibe auch mal ein Label an und sage, ey, deine Compilations sind irgendwie super, darf ich da nicht auch mal irgendwie was für beisteuern? Und wenn der sagt, jo, mach mal, dann mache ich halt auch mal eine Deep House-Nummer oder so. Das sind so Freiheiten, die ich mir einfach irgendwie nehme. Und ja, deswegen weiß ich auch nie, hinterm Flyer steht zum Beispiel immer was anderes. Immer was anderes. Also auf dem Flyer, hinter meinem Namen meine ich. So. Ja. Ein Label-Nomade. Ist das ja, dann Meilensteine dessen, also würde ich meine eigenen Produktionen nicht so, also die eine kam bei dem gut an, die andere kam bei dem gut an, ja. Ist das dann schon eher freundlich oder wird sich dann auch schon wie im Fußballermarkt dann irgendwie so um den Künstler geschlagen und Abwerbesummen geboten oder was, hey, mach die nächste bei mir? Nein, ich weiß nein, das nicht. Nein, dafür ist das Business auch, glaube ich, das ist schwierig, in so eine richtige Posse reinzukommen, wo, also wenn man einmal das Gefühl hat, zu Hause zu sein, dann bleibt man da natürlich auch gern. Ne? Und wenn man merkt, man genießt jetzt von der Seite des Labels aus viele Freiheiten, okay, wenn dann andere Labels ankommen und sagen, mach doch bei mir auch mal was, dann würde ich mich wahrscheinlich erstmal mit denen kurz schließen und irgendwie mal checken und aber so eine Abwerberei ist das jetzt in dem Sinne nicht. Nee. Also ich kenne auch keinen, der jetzt, also es gibt Labels, die probieren den Sound von anderen zu kopieren oder beziehungsweise wollen nehmen sich Labels, andere Labels als Vorbild und probieren dann Step by Step die Künstler von dem Label irgendwie auf ihre Seite zu holen und genau denselben Sound zu fahren, aber das ist selten und ich glaube, nee, den Fußballermarkt kann man da nicht vergleichen. Okay, die Summen nicht, aber halt ja sagen können, minimal. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Vielleicht ist das auch irgendwo so, ich weiß nicht. Was hindert dich dran, ein eigenes Label zu gründen? Wahrscheinlich genau der Grund. Ich würde mir dann einbilden, wenn ich jetzt ein eigenes Label mache, dann müsste das vom Sound auch irgendeinen Wiedererkennungswert haben. Und das wäre für mich relativ schwierig. Also ich würde vermutlich auch, wenn ich ein eigenes Label mache, was ich bestimmt irgendwann mal mache, würde ich da bestimmt nicht selber drauf veröffentlichen. Oh. Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich das machen würde. Ich würde dann eher so selektieren. Würde mich über jede Scheibe, die reinkommt, freuen. Und dann schauen, ob mir das gefällt oder nicht. Und wenn es mal eine Dubstep-Nummer ist, dann soll es auch mal eine Dubstep-Nummer sein. Das ist eben genau das Problem. So, ne? Also, ich möchte halt, wenn, dann würde ich veröffentlichen wollen, was mir gefällt. So. Und deswegen mache ich entweder 100 Labels, wo ich dann sage, das ist jetzt für Techno, das ist jetzt für House, das ist jetzt für Dubstep, das ist jetzt für Trip-Hop oder was der Geil. Und das ist mir zu wickelig, irgendwie das Ganze. Ich glaube, das ist der einzige Grund, warum ich noch kein Label gemacht habe. Und außerdem gehe ich auch immer noch 40 Stunden arbeiten. Hey, also hallo. Ich hätte überhaupt gar keine Zeit dafür, glaube ich. Willkommen im Club. Aber ich glaube, mit den Schubladenverteilungen der Musikstile auf die Labels, die Entwicklung ist wirklich so, was ich total blöd finde eigentlich, weil früher auf, okay, na gut, du bist erst 23, früher auf Techno-Partys, dann ging das auch querbeet, Acid House, Hacke, Drum Bass ja. Auch nicht so viel, habe ich nicht so erlebt, wirklich vielleicht Jungle damals und dann wieder zurück und so weiter durch die Stile durch und es war dann wie in einer Stino-Pop-Disco, eine Stunde Hip-Hop, eine Stunde was auch immer ja. Und aber mit den Labels ist es wirklich so, die etablieren sich auf einem Stil. Warum denkst du drüber nach, wenn du mal das Label machst,
mach doch trotzdem verschiedene Stile. Ja, du wärst anders, du wärst einfach. Die Idee als solche ist super. Ich weiß nicht, ob man als kleines Label die Aufmerksamkeit dann bekommt. Also so große, so Major Labels oder jetzt mal so große Circus Company oder Rough Trade oder weiß der Geier, die können mittlerweile machen, was sie wollen. Die haben so eine gewisse Freiheit. Ne, wenn die jetzt Bock haben irgendwie auf Broken Beats, dann bringen die eine Broken Beats eine Scheibe rausmachen auf B-Seite irgendwas im Viervierteltakt oder eine Hausnummer und schon passt das irgendwie. Aber als kleines Label ist es schwer, dann eine Base zu gewinnen, glaube ich. Ne? Dann bringt man die erste Scheibe raus und dann sagen die Hauser, oh, das ist aber nice. Dann bringt man die zweite raus, die ist total breakig und dann denken die, was ist denn das für ein Quark? Und da muss man erst wieder andere Menschen für begeistern. Ich weiß nicht. Ich habe auch schon mal überlegt, das einfach als Netlabel zu machen. Also tatsächlich einfach Musik, eine akkurate Seite zu machen, Musik zu veröffentlichen, illegal wollte ich gerade sagen, umsonst, einfach, dass die Leute sich da saugen können und gut, weil das Geld, was man verdient heute mit der Musik, das ist ja eher ein Lacher, so, und ob ich jetzt irgendwie Summe X verdiene oder das Zeug kostenlos zum Download bereitstelle, gibt vielleicht viel mehr Aufmerksamkeit, das wäre so ein Ding, worüber ich gerade noch so ein bisschen nachdenken würde. Ich glaube, du musst einfach Klingeltöne rausbringen. Vielleicht gibt es da mehr Geld. Klingeltöne, genau. Fantastisch. Oder ich mache iPhone-Apps. Ja, ich kenne einige DJs, auch die gar nicht so groß sind, die so ein Ding auch haben. Also jetzt eine App, nicht nur ein iPhone. Ja. Mein Mikro poppt. Verdammt. Glaube ich. Na gut. Was bringt sonst die Zukunft bei dir? Was ist geplant? Wann kündigst du? Wann kündige ich? Zum Beispiel. Sehr gut. Entschuldigung, ich weiß immer nicht, wie weit man private Fragen stellen darf. Das Alter ist jetzt schon raus, sein Name. Nein, das ist tatsächlich so weit, dass ich auf jeden Fall runter muss mit der Zeit. Ich habe mit meinen Bossen geredet und ich kann auf keinen Fall mehr in 40 Stunden bleiben. Ich schaffe das sonst alles. Ich kenne das. Und das ist jetzt auch auf einem relativ guten Weg. Ich möchte den Job dennoch nicht aufgeben, weil der auch echt Spaß macht. Was machst du? Ich schneide Haare, ich bin Friseur. Hey, cool. Ja, genau. Und das macht einfach auch super viel Spaß in Berlin irgendwie. Es lastet einen aus. Ne? Das ist zu gewissem Maße irgendwie produktiv, positiv, angenehm. Manchmal auch ganz schön schlauchen. Zweifelsohne muss da ein bisschen weniger passieren, damit ich einfach ein bisschen mehr Musik machen kann, ein bisschen mehr Zeit für mich habe. Ich möchte nicht mehr allein unter dem Namen Spedro Sachen machen. Da sind auch schon viele Sachen in Planung oder beziehungsweise im Rollen. Es soll einfach musikalisch auch noch ein Stück weit vielfältiger werden. Mach doch Friseurpartys. Friseurpartys. Beim Aufhängen schneiden und die ganzen Haare lassen in der Technik. Das habe ich gelesen. Was gibt's in Berlin? Das habe ich gelesen. Schön. Du musst immer einer mit dem Föhn dastehen, damit nichts im Mixer landet. Nein, du musst einfach deine Kollegen machen lassen. Dann ist Party und du machst Musik und das ist das Happening überhaupt. Abends der Friseur länger auf. Also man macht dann natürlich nicht viel Geld dann, weil so viel Platz ist ja nicht fürs Schneiden und so. Aber das Motto macht's. Keine Ahnung. Ich kann das nicht machen. Ich konstruiere viel und so weiter. Die schlagen mich, wenn ich Leute ins Büro hole. Schön. Ich werde es mal anquatschen. Ich denke mal drüber nach. Computer haben wir genug. Na gut. Eine zusätzliche Antwort zu was bringt die Zukunft wäre noch gewesen, wo bist du demnächst? Wo hört man, sieht man dich? Was passiert mit eurer Show? Genau, und so weiter? Wir sind eben fleißig dabei, gerade die Box, so nennt sich ja unsere, das ganze große www.thebox.info. Da den Fokus ein bisschen drauf zu legen. Das ist im Grunde genommen eine Riesengruppe von Grafikern, Produzenten, DJs, Booking-Agenten und wie gesagt von den Radioshows. Und wir sind ganz viele Menschen, die jetzt probieren, immer mehr Hand in Hand zu arbeiten. Wir machen die Box-Sessions. Das ist im Grunde genommen ein Partykonzept, was man als Clubbetreiber buchen kann. Man stellt ein gewisses Budget zur Verfügung und wir kümmern uns um den Rest, machen ein Video, machen ein Flyer, machen das Booking und das Drumherum. Da wollen wir auf jeden Fall den Fokus mehr drauflegen. Mit Viva la Electronica probieren wir einfach die Konstante zu halten, irgendwie das qualitative Output irgendwie zu halten und machen auch da Partys. Wir sind jetzt
mit Viva Electronica im Juni in Spanien, in Granada. Das wird eine sehr spannende Geschichte, da freuen wir uns schon drauf. Und da haben wir den Nick Curley und den Lee Fandowski gebucht und erwarten da eine Riesenfete. Wir sind gespannt irgendwie und ja, solche Sachen. Viel, viel Organisatorisches, viel Musik, viel neue Sachen. Da bringt es ja nicht viel, hier Werbung zu machen. Wie macht man sowas? Wie bereitet man sowas vor? Fällt mir gerade auf. Wann ist hier? Das Ding ist dort. Die müssen Werbung machen. Wie man die Werbung in Granada macht, meinst du? Die Veranstalter vor Ort machen das. Die haben euch geholt, oder? Nee. Die, also ja, ein Stück weit wird der Veranstalter, natürlich, klar. Aber okay. unser Grafiker kommt aus Granada. Und der hat auch einen unheimlich großen Freundeskreis, der sich okay. da auch rührend drum kümmert. Irgendwie, das ist eine ganz angenehme Geschichte. Die machen sogar Videos gerade und irgendwelche Gewinnspiele und Kartenvorverkauf. Und das ist ganz witzig. Wow. Ja. Perfekt. Dann wirbt doch noch mal ein wenig für dich, euch. www.box oder thebox.info? Genau, THE, also the, ja? boxx.info. Sieht sehr schick aus. Genau, da gibt es halt News um unsere Artists, die neuesten Radioshows von Viva la Electronica, von dem Klecks & Flow Podcast. Das ist auch noch eine Show von einem Freund von der Box Group. Alle möglichen Infos zu irgendwelchen Releases, zu irgendwelchen Remixes, zu irgendwelchen Partys, die wir empfehlen. Und sehr, sehr viel gibt es da. Und ansonsten einfach vielleicht auch mal bei Facebook gucken. Jeder von uns hat da irgendwelche Fanpages und da stehen auch immer ganz viele neue Sachen. Ja. Ja, genau. Und MySpace ist eh tot. MySpace ist eh tot. Also ich habe letztens drauf geguckt und dachte, sollte ich vielleicht mal wieder was machen? Ich weiß nicht. Ist ja doch sehr, ich glaube, ich habe seit einem Jahr nichts mehr gemacht. Da, es ist immer noch so, dass wenn man Spedro jetzt googelt oder allgemein Künstler googelt, dass dann das erste Ergebnis bei Google erstmal die MySpace-Seite ist. Ne? Und das ist immer noch der Punkt, wo ich sage, vielleicht sollte ich die doch mal aufräumen. Vielleicht werde ich es mal machen. Auch wenn da, glaube ich, kein Mensch mehr ist. Ne? Ich weiß das gar nicht. Ich google mich nicht selbst. Ich guck mal. Cool. Ja, ich habe mich schon gegoogelt. Cool. Ich danke dir für unser Gespräch. Ich habe zu danken. Ich glaube, wir hören dich sowieso sehr gerne, wenn wir sofort wieder reinschalten, wenn was Neues bei dir kommt. Wir hören jetzt noch die halbe Stunde von deinem Kollegen zu Ende. Und okay. Dann kommt nämlich dein Mix hinten dran, weil unsere Show geht 2 Stunden. Fantastisch. Also stay tuned. Alle, die noch draußen sind auf 95.9 Korax oder im Stream oder später im Podcast oder im Download, wie auch immer. Dank dir. Ich ziehe den Regler hoch. Liebe Grüße nach Berlin. Das war der Spedro. Hiabits.de. Dankeschön. Ciao. Ciao. Tschüss.
Wünsche alles. Thank you.
ti nos quedamos. Hasta ahí. Fin. This is Viva Electronica with Bob Moran. Estuvimos aquí, aquí nos quedamos. Estamos aquí hasta el fin. Estuvimos aquí, aquí nos quedamos. Estamos aquí hasta el fin. Emotions coming up, no breath, no way to make it stop.
feel my inner pain. 'Cause I got something real, real essential to tell. Up, no prep, no way to make it stop.
Das war ein Mix von Bob Moraine und jetzt geht's mit dem eigentlichen Mix weiter vom DJ Spedro, den ihr auch vorhin im Interview gehört habt. DJ Spedro hier auf Coax 95.9 bei Beats.de. Viel Spaß! We'll be right back.
We'll be right back.
machine's fault. It'll be the machine's fault. We have to plug it in. The machine doesn't do anything but sit there until we plug it in. It doesn't plug itself in. It doesn't program itself. Yeah. Thank you.
Jack.
stop. Swim in circles, time won't let us stop. Time won't let us stop. Time won't let us stop.
shit right here. How do I know? 'Cause everyone's in Rick Owens. Beats.de.